Hey, euer Dog ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich habe heute zwei aktuelle Headsets, die frisch auf dem Markt sind. Ich habe einmal das Corsair Virtuoso RGB Wireless, also ein kabelloses Headset, welches heute gegen das Sennheiser antritt. Auch ein kabelloses Headset und wir haben hier das GSP 370 Wireless. Beide spielen preislich in derselben Liga, knapp 199 Euro. Die Frage ist aber dann, welches schneidet wo besser ab und welches eignet sich für dich am besten? Das klären wir heute. Schauen wir uns mal die Verpackungen an. Das ist hier das Corsair. Hier steht schon drauf PC und PlayStation 4 geeignet. Corsair sagt, wir haben hier sehr hochwertige Materialien verbaut. Nicht nur das Headset selbst, sondern auch das Zubehör. Wir haben hier 50 mm Treiber, dann haben wir hier weiche Ohrpolster, Memory Schaum und auch der Kopfbügel. Ein abnehmbares Mikrofon, das Mikrofon soll sehr, sehr gut sein. Und eine leichte Konstruktion, die sagen, hey, wir spielen jetzt in der Premium Liga, wir haben vieles hier aus Alu. Kompatibel auch mit der Q-Technologie, heißt am PC kannst du das mit deinem gesamten Rechner, Tastatur, Maus und farblich anpassen, die RGB-Beleuchtung. Und dann noch die Technologie, die Wireless-Technologie von Corsair, die dir die schnelle Übertragung ermöglicht und auch Discord zertifiziert. Sennheiser sagt, wir haben hier ein Headset, welches sowohl für Mikrofone sehr gut sein soll, aber auch interne Schritte wurden abgestimmt. Hardware auf Software abgestimmt, was ermöglicht nicht nur eine sehr, sehr schnelle Übertragung, sondern auch eine Lebenszeit des Akkus von 100 Stunden. Also beide, kurze Latenz, hier Komfort und Design, hier eher Langlebigkeit bis hin zur sehr starken und hohen Akkulaufzeit. Mitgeliefert, Gebrauchsanleitung, Micro-USB-Kabel, der Dangle, der sowohl am PC als auch an den Konsolen funktionieren soll. Oh ja, designtechnisch. Zwei komplett unterschiedliche. Auch hier die Gebrauchsanleitung. Ah, okay. USB Typ C. Auf USB. Viel mehr Kabel. Das Mikrofon. Schaut aus wie ein alter Mini-USB-Anschluss, Klinkenkabel, Dangle. Der erste Unterschied, der größere Umfang an Lieferung, an Zubehör. Wir haben hier ca. 20 Stunden Akku, hier 100 Stunden. Das ist komplett auf Kabellosigkeit ausgelegt. Das hier bietet über Klinke auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel über Controller oder Smartphone das Ganze zu betreiben. Designtechnisch natürlich hier mit Alu und Glanzoptik. Kratzanfälliger, muss man behutsam damit umgehen. Leichtgewicht, sehr, sehr leichtes Headset. Mikrofon, was sich hochswipen lässt und so sich stumm schaltet. Hier können wir das Ganze abnehmen, heißt auch für den mobilen Transport im Auto, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer. Auch tragbar. Schaut dann nicht aus wie ein Gaming-Headset. Das hier ist eher wirklich für den Hausgebrauch gedacht. Kunststoffbügel. Hier dann verstärkt Alu. Okay, hier haben wir schon mal verstärkte Bügel. Ohrpolsterung. Ist hier viel weicher.
und hier komplett Memory Show. Bedeutet, passt sich an deine Ohren und an deine Brille sehr, sehr angenehm an. Außen haben wir hier Kunstleder für die Isolierung. Das Ganze ist hier eher wildlederartig, soll Wärmestau verhindern und dass man nicht schwitzt. Hier haben wir natürlich mehr RGB, dadurch natürlich auch Akku und hier können wir das Ganze einstellen über USB, über den Dangle, Lautstärke, lauter, leise. Auch hier können wir dann den Sound nicht separat trennen, schaut aber natürlich sexy aus. Hier dann das Mikrofon, Klinke, USB. Hier nicht so viele Knöpfe, an, aus, der USB-Anschluss, LED, Lautstärkeregler. Umschließt das Ohr. Du hast eine Art, ja, Unterdrückung des Raumes. Das heißt, du hast eine feste Isolation, eindeutig ein geschlossener Kopfhörer. Das merkst du. Das heißt, eine größere Abschirmung ist definitiv da. Die Ohren jetzt bei mir haben Platz. Jetzt habe ich nicht den größten Kopf, aber die haben Platz. Die Polsterung wirkt aber auch sehr weich. Okay. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl, sehr nah an den Treibern zu sitzen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass meine Ohren die Treiber berühren. Umschließt auch. Aber du hast nicht so eine krasse Raumunterdrückung. Ich höre ein bisschen mehr, sowohl meine Stimme als auch die Außengeräusche. Also sitzt nicht so fest. Das heißt, Menschen, die sagen, ich möchte eine größere Raumisolierung haben, ist das auf jeden Fall wichtig. Hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass meine Ohren die Treiber berühren. Hier ist es aber eher wirklich so der Fall. Ja, meine Ohren berühren ganz leicht die Treiber und es isoliert einfach nicht. Eindeutig, isoliert nicht so stark wie hier die Sennheiser. Ich wechsle jetzt ins Labor, mache meinen Test und melde mich gleich mit dem Fazit zurück. Sowohl das Corsair als auch das Sennheiser unterstützen 7.1 Virtual Surround Sound auf dem PC dank der Software. Beides läuft ansonsten auf der Konsole, auf der PlayStation 4, nur im Stereo-Modus. Das Sennheiser durch den Dangle ermöglicht uns das Ganze am PC und an der PlayStation 4 zu betreiben. Das Corsair zusätzlich durch den Klinkenanschluss und das mitgelieferte Klinkenkabel ermöglicht uns auch, das Ganze an Nintendo Switch als auch an der Xbox zum Beispiel über den Controller zu betreiben. Bei beiden ist die Lautstärke echt top. Das Sennheiser schirmt sehr gut ab und ist sehr, sehr basslastig. Das Standardprofil vom Corsair ist sehr neutral, bis man auf den PC connectet. Also das heißt, wenn du einen PC zu Hause hast und dann die Software individualisierst, dann kriegst du hier auch den Bass intensiver raus und es ist dann auch basslastiger. Mit dem Corsair würde ich heute sogar sagen, es ist einfacher zu orten, weil du nicht so sehr vom Bass gestört wirst. Wobei der ein oder andere Testverlauf hier gezeigt hat, dass du hier Details viel, viel, viel detaillierter wahrnimmst. Ist mir jetzt so im Gameplay nicht aufgefallen. Ich hatte eher das Gefühl, ich konnte mit dem Sennheiser besser orten und mich besser wohlfühlen. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Aber dann in den ganzen Soundtest hast du wirklich mit dem Corsair viel mehr Nuancen wahrgenommen als dann beim Sennheiser. Das war eher so ein bisschen drückend vom Sound Richtung Bass und das dann eher so schön feinfühlig, ein bisschen dynamischer. So hat es zumindest in den zwei Testabläufen sowohl Gaming als auch dann detailliert Sound mir gezeigt. Beides hat eine Software, beides kann am Rechner individualisiert werden. Ich würde sogar heute sagen, am PC sind sie sich dann wirklich doch sehr, sehr ähnlich. Nur an der Konsole, an der PlayStation 4 unterscheiden die sich dann an Nuancen. Hier dann nochmal der Mikrofontest. 1, 2, 3, das ist der Mikrofontest vom Gerät, vom Mikrofon Corsair Virtuoso. Test 1, 2, das ist der Test vom Kopfhörermikrofon vom Sennheiser GSP 300
70. Das Corsair ist hier der Gewinner, denn es hat einen viel besseren Klang. Es spielt immer noch nicht im High-Level mit, aber es ist angenehm für den Preis auf jeden Fall völlig okay, denn man versteht alles. Beim Sennheiser hingegen ist es leider etwas, naja, könnte besser sein. Finde ich leider ein bisschen schade, dass hier das Mikrofon nicht so gut ist. Ich weiß nicht, ob man das über die Software nochmal nachträglich irgendwie lösen kann, aber momentan ist Corsair vom Mikrofon her der Gewinner. Man hat hier ein Monitoring, kann den einen oder anderen stören. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo man das Monitoring komplett deaktivieren kann. Das heißt, du hörst dich, wenn du Pech hast, die ganze Zeit selber. Hast du hier beim Sennheiser nicht. Dafür verstehen dich die Menschen hier. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Das Sennheiser ist meiner Meinung nach für Menschen, die gerne Kampagne spielen, die gerne einen Film schauen. Es ist nämlich hier der Bass-Sieger, der Akku-Sieger und der Isolierung-Sieger heißt. Es ist im geschlossenen Zustand, es nimmt sehr, sehr viel Schall weg von draußen und du bist isolierter, also geschlossener. Das Corsair ist einfach hochwertiger von den Materialien, ist einfach robuster und komfortabler. Es hat nicht zu sehr einen Druck wie der Sennheiser, es ist etwas lockerer. Ich würde sogar sagen, eher auch für größere Ohren gedacht. Hier könnte man gucken, eher dann für kleinere Ohren optimal. Und hier dann wirklich Richtung FPS-Shooter, Richtung Musik. Beide tolle Headsets, unterscheiden sich aber wirklich in den wichtigsten Punkten. Schreib mir deine persönliche Meinung. Für welches würdest du dich entscheiden? Worauf legst du letztendlich Wert? Oder hast du vielleicht so ein Headset? Dann teile uns gerne deine Erfahrung und deine Meinung mit. Ansonsten Daumen nach oben. Werde jetzt Patient, lass ein Abo da und sei mit dabei, wenn dein GEMA-Syndrom das nächste Mal behandelt wird. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.